Zueinander gefunden und wir alle haben Inklusion und Integration betrieben. Warum? Integration hat ja den Ansatz, eine kleine Gruppe in eine große Gruppe zu bekommen. Und Inklusion sagt ja, wir wollen Voraussetzungen schaffen für alle von Anfang an, dass sie mitmachen können. Und das haben wir doch alle probiert. Das haben die Familien, die uns aufgenommen haben, das hat die Gemeinde probiert, das haben wir alle, finde ich, doch schon perfekt gelebt. Und wir haben jetzt Ideen von Vilorba speziell mitbekommen, die, wie ich finde, sehr beeindruckend sind. Und das sind Impulse, die wir mit nach Deutschland, mit nach Frankreich nehmen können. Denn auch unter den Ländern ist Inklusion ein Thema, denn wir haben auch alle verschiedene Voraussetzungen, andere rechtliche Vorgaben, andere Möglichkeiten, da was zu gestalten. Und wenn wir von jedem Land da Ideen mitnehmen und Impulse, dann haben wir noch ganz, ganz viel gewonnen. Und ich glaube, das ist uns in den 3 Tagen gelungen. Ich werde Impulse mitnehmen, wir werden Impulse mitnehmen, das werden alle machen. Und dafür bin ich der ganzen Organisation, dafür bin ich Vilorba, dafür bin ich Francesco sehr dankbar. Und so soll es weitergehen. Deswegen werden wir auch ein kleiner Blick in die Zukunft, werden wir dieses Thema nächstes Jahr bei uns in Deutschland aufgreifen. Ja, wir möchten mit dem Thema Inklusion da auch weitergehen, vermutlich über den Überbegriff Nachhaltigkeit, weil wir wollen nicht nur heute drüber reden, sondern wir wollen das auch umsetzen. Vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Wir haben uns alle sehr, sehr wohl gefühlt. Che ha lavorato intensamente per creare tutte queste attività di questi giorni. Visto che il tema del gemellaggio era overcome our diversity, quindi superare la diversità, ha sottolineato come sì, è stato parlato anche di integrazione e inclusione, ma siccome inclusione abbiamo detto che inclova anche integrazione e quindi è un concetto molto ampio, è molto felice del fatto che siano stati dati degli spunti importanti questa mattina e in questi giorni, anche con gli esempi che sono stati portati, per fare in modo che in un futuro, e anche nell'ottica di essere l'anno prossimo in Germania con questo progetto, si possa
si possono implementare delle idee da portare per ingrandire il progetto, per portare dei miglioramenti. Inoltre dice che il fatto anche dell'accoglienza, che è stata eccellente, delle famiglie che hanno accolto tutti questi francesi e tedeschi, è un esempio di inclusione, perché significa aprire le porte a culture diverse e quindi amalgamarsi, ed è un concetto che lui vorrebbe tenere anche per loro, visto che prima c'era già una stretta collaborazione tra Francia e Germania. È felice che questo sia riuscito ad essere anche un progetto in Italia. Und ich bin der Meinung, wir haben ganz viel mitgenommen. Wir haben uns noch mehr zueinander gefunden und wir alle haben Inklusion und Integration betrieben. Warum? Integration hat ja den Ansatz, eine kleine Gruppe in eine große Gruppe zu bekommen. Und Inklusion sagt ja, wir wollen Voraussetzungen schaffen für alle von Anfang an, dass sie mitmachen können. Und das haben wir doch alle probiert. Das haben die Familien, die uns aufgenommen haben, das hat die Gemeinde probiert, das haben wir alle, finde ich, doch schon perfekt gelebt. Und wir haben jetzt Ideen von Vilorba speziell mitbekommen, die, wie ich finde, sehr beeindruckend sind. Und das sind Impulse, die wir mit nach Deutschland, mit nach Frankreich nehmen können. Denn auch unter den Ländern ist Inklusion ein Thema, denn wir haben auch alle verschiedene Voraussetzungen, andere rechtliche Vorgaben, andere Möglichkeiten, da was zu gestalten. Und wenn wir von jedem Land da Ideen mitnehmen und Impulse, dann haben wir doch ganz, ganz viel gewonnen. Und ich glaube, das ist uns in den 3 Tagen gelungen. Ich werde Impulse mitnehmen, wir werden Impulse mitnehmen, das werden alle machen. Und dafür bin ich der ganzen Organisation, dafür bin ich Vilorba, dafür bin ich Francesco sehr dankbar. Und so soll es weitergehen. Deswegen werden wir auch ein kleiner Blick in die Zukunft, werden wir dieses Thema nächstes Jahr bei uns in Deutschland aufgreifen. Ja, wir möchten mit dem Thema Inklusion da auch weitergehen, vermutlich über den Überbegriff Nachhaltigkeit, weil wir wollen nicht nur heute drüber reden, sondern wir wollen das auch umsetzen. Vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Wir haben uns alle sehr, sehr wohl gefühlt. Che ha lavorato intensamente per creare tutte queste attività di questi giorni. Visto che il tema del gemellaggio era overcome our diversity, quindi superare la diversità, ha sottolineato come sì, è stato parlato anche di integrazione e inclusione, ma siccome inclusione abbiamo detto che inclova anche integrazione e quindi è un concetto molto ampio, è molto felice del fatto che siano stati dati degli spunti importanti questa mattina e in questi giorni anche con gli esempi che sono stati portati per fare in modo che in un futuro e anche nell'ottica di essere l'anno prossimo in Germania con questo progetto si possa si possono implementare delle idee da portare per ingrandire il progetto, per portare dei miglioramenti. Inoltre dice che il fatto anche dell'accoglienza, che è stata eccellente, delle famiglie che hanno accolto tutti questi francesi e tedeschi, è un esempio di inclusione, perché significa aprire le porte a culture diverse e quindi amalgamarsi, ed è un concetto che lui vorrebbe tenere anche per loro, visto che prima c'era già una stretta collaborazione tra Francia e Germania. È felice che questo sia riuscito ad essere anche un progetto in Italia.
One more.